Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia. In der letzten Folge haben wir... War das die letzte? Ich glaube, es war die letzte Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur noch, dass mit Sicherheit, dass wir zweimal in der Stadt geschlafen haben, damit unser Schiff fertig wird. Und dann sind wir mit unserem Schiff nach hier Gruberia gefahren. Und hier geht's jetzt los. Wenn du in die Höhle gehst, denk an das, was ich dir gleich erzählen werde. Die Gestalt der Höhle ändert sich jedes Mal, wenn du sie betrittst. Unglaublich, aber wahr. Du findest jedes Mal neue Stockwerke, also ist es sinnlos, eine Karte zu zeichnen. Außerdem kannst du keinen einzigen Gegenstand mit hineinnehmen. Du musst alles am Eingang abgeben. Ihr werdet wieder auf Level 1 zurücksetzt, sobald ihr die Höhle betretet. Also Vorsicht. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Sobald ihr die Höhle verletzt, ist alles wieder beim Alten. Ja, nee, aber das ist doof, dass alles wieder beim Alten ist. Weil man meistens nach der Höhle stärker ist als vor der Höhle. Ihr seid auch wegen der Anhöhle hier, nicht wahr? Glaubt mir, ihr seid nicht die Ersten. Ach so. Legt alle Waffen und Gegenstände ab, bevor ihr die Höhle betretet. Für alles, was sich im blauen Thron befindet, gilt diese Regel nicht. Diese Gegenstände dürft ihr mitnehmen, wenn ihr die Höhle das nächste Mal betretet. Merkt es euch. Merkt ihr das? Wie stark er aussieht, ich liebe starke Menschen. Man sagt, in der Höhle gibt es Schwerter und Schilde, die das Licht des Regenbogens ausstrahlen. Sie werden Schätze der Iris genannt, aber noch nie hat jemand einen davon zurückgebracht. Ein Schatzsucher, der auch nur einen der Schätze zurückbringen würde, wäre im New ziemlich berühmt. Ich sehe zwar nicht so aus, bin aber trotzdem ein Schatzsucher. Ich war bis in Uhr 25, habe aber keinen der Schätze der Iris gefunden. Oh. Hier sollen die Schätze der Iris ausgestellt werden, aber leider ist hier noch kein einziger. Oder leider ist noch kein einziger hier. Tja. Du bekommst 10 Kraftwasser, wenn du die Höhle betrittst. Dein Schicksal hängt davon ab, wie du sie dir einteilst. In der Höhle kannst du das Kraftwasser gut gebrauchen. Es hat dort eine besondere Wirkung. Aha, das ist ein Inn. Ich glaube, das braucht man nicht so dringend. Ja, wir brauchen es total dringend. Wenn man voll ist, sollte man ins Inn gehen. Ich habe gehört, die Ahnhöhle hat 99 Untergeschosse. Ich hörte, dort wartet ein unglaublich starkes Monster auf Schatzsucher. Es heißt, dass man einen himmlischen Schatz bekommt, wenn man das Monster besiegt. Aber ich bin noch nie bis ganz unten gekommen. Das ist unser Ziel, bis ganz unten zu kommen. Die Anhöhle ist unbeschreiblich. Jedes Mal, wenn du sie betrittst, sieht sie anders aus. Alle Gegenstände, die du drin findest, sind wieder weg, sobald du die Höhle verlässt. Aber man sagt, dass es einige Gegenstände gibt, die nicht verschwinden. Schrei doch nicht so. Wenn ihr die Anhöhle erstmal betreten habt, wird sie euch ziemlich lange festhalten. Ja, das befürchte ich auch. Also macht euch mal... Wenn die nächsten Folgen bestehen aus Kämpfen... Kämpfen, kämpfen, kämpfen und vielleicht sogar noch kämpfen und ein bisschen Treppen suchen. Und kämpfen. Hatte ich kämpfen schon erwähnt? Na, ich müsste... Ich kaufe erstmal für die nur Langschwerter. DK bin ich... Das macht zwar 12 Stärke, aber mit DK... Bin ich ganz zufrieden mit seiner Axt erstmal. Das Plattenhemd, Turban, Riesenhelm. Wow, einen ganzen Stärker. Nee, sonst ist alles in Ordnung. Okay. In der Höhle sind nicht nur Waffen und Gegenstände, sondern auch Zauber. Man sagt, in der Höhle gibt es Sachen, die du draußen nicht behalten darfst. Trotzdem wollen viele Leute dorthin. Ja, gerade wegen den Sachen, die man behalten darf. Ich will aber mal her, was kann ich denn heute nur tun? Ein bisschen sichern vielleicht? Oh, sicher ich vor euch. Ich bin so witzig. Ja. Auf in die Ahnenhöhle.
Lege alle Gegenstände und Zauber ab. Alle Kämpfer mögen wieder bei Level 1 beginnen. Verlässt du die Höhle, hältst du alle abgelegten Sachen wieder. Bevor du gehst, musst du alle in der Höhle gefundenen Sachen wieder abgeben. Nur die Gegenstände in der blauen Schatztruhe darfst du behalten. Aber in der Ahnenhöhle gibt es Treppen, die nach unten führen, aber keine, die dich nach oben bringen. Gottes Hand bringt dich zum Ausgang, wenn du diese Höhle verlassen willst. Ich glaube, Gottes Hand befindet sich in einer Truhe ungefähr 20 Stockwerke unter uns. Ich werde derweil deine Sachen aufbewahren. Und was steht hier? Eingang Ahnenhöhle. Jetzt habe ich mich gewagt. Krabbeltöter. Schön, gleich am Anfang ein gutes Schwert. So, ich glaube, man sieht schon das, was die angesagt haben. Dass man nichts behalten darf. Robe. Oh, eine Robe. Das ist was für Selan. Jo, Robe ist was für Selan. So. Und natürlich auch immer schön gegen Gegner kämpfen. Das kann nie falsch sein. So. Was finden wir hier? Kraftwasser. Sehr schön. Also hier kann man wirklich allen Schmarrn gut gebrauchen. Kapsel. Weiter. Level 2. Ne, ich würde sagen, wir machen hier mal mit Hex, weil wir Hundi draußen haben. Ihr wisst schon, wen ich meine. Weil wir Gronkh draußen haben. So, mein Blob-Freund. Ich nehme mal hier den Wirbelball und dann besiege ich dich. Ein ganzer Protoblob, das stärkste Monster im Spiel. Das bringt schon einiges. Bäh. So. Ach ja, und wir werden wirklich jede Ebene vollkommen erkunden. Ich werde für den Anfang keinen Gegner auslassen und versuche alle Truhen zu öffnen. Gegen Ende wird es dann schwer mit keinem Gegner auslassen, weil es dann ein paar ganz schöne Viecher gibt, die man umgehen möchte. So. Ein Kukri. Ah, sehr schön. Rüstung, nicht Selan. Hier. Guy mit dem Kukri. Eine Fledermaus, die nicht möchte. Drei Fledermäuse, die nicht möchten, Entschuldigung. Okay, und zwei konnte man besiegen. Oh, Tex wert ab, sehr schön. Das ist das, was wir wollten, dass du abwehrst. So, dann haben wir die Ebene 1 schon mal erfolgreich geschafft. Da kannst du nichts sagen. Doch, man kann was sagen. Langweilig! Ja, aber abgesehen davon. Und hier kommen schon stärkere Blobs. Kaum sind wir auf Ebene 2, gibt es schon Bio-Blobs. Und ich finde, so wie wir jetzt sind, ist es die beste eine Keule, das ist was für Selan. So wie wir jetzt sind, ist es die beste Aufteilung, die man haben kann. Drei starke Krieger und eine Heilerin. Also finde ich. Also zwei starke Krieger, ein normaler Krieger und eine Heilerin. Lederkralle. Oh, Lederkralle. Sah ja lustig aus. Ach, das ist ein Schild. Ja, hier, Selan, du hast hier die wenigste, glaube ich. Das sah gerade aus, als ob... Glasarmband. Noch was für Selan. Glaube ich. Ist das nur was für Selan? Ja, nur was für Selan. Also so wie es momentan aussieht, wird Selan die erste sein, die wir voll ausgerüstet haben. Hallo Motte. Ach, schön die ganzen Levelaufstiege.
Heilsirup. Gut. Heilsirup. Und da ist eine Spinne. Und Kraftwasser. Sehr schön. Waldpilze und Spinnen. So. Und das ist erst Ebene 2 und wir haben schon genug gekämpft. Das geht jetzt immer so weiter, von Ebene zu Ebene. Ich hoffe, wir kommen hier relativ schnell durch, aber ich kann nichts versprechen. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ja, ein Moskito. 4 Moskitos. Dass die ja immer irgendwie zu viert sind. Und das mit dem Spulen, das nehmt ihr mir hoffentlich nicht zu übel. Ich habe einfach keine Geduld. So, ich glaube, den die Ebene haben wir jetzt auch komplett weg. Ja, müsste man fertig sein. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Welches Level sind wir? Schon Level 5 und sind erst in Ebene 3. Jetzt haben wir hier 2 Babyfrösche. Kukri, noch einer. Hier, Deka. Deine erste Ausrüstung. So. Und Moskitos. Und falls ihr euch fragt, warum unsere... Ein Obstmesser. Ja, ich glaube, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Falls ihr euch fragt, warum unsere KP immer weniger werden, wir steigen natürlich Level und die KP behalten wir vom vorherigen Level. Deswegen sind wir dann immer... wird mit jedem Levelanstieg unsere KP geschwächt. Ich glaube, wir haben gerade irgendein Schild gekriegt. Ja, haben wir nicht irgendein Schild? Ja, ein Waschbrett. Warte mal. Dann nimmst du das hier. Und du nimmst die Lederkralle. So können wir das am besten verwerten. So. Ein Degen. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Na komm her, Fledermaus. Yippie. Panzer. Falls ihr euch fragt, was es ist, das war eine Schriftrolle mit Magie. Das heißt, wir können jetzt den Zauber Panzer anwenden. Paul Panzer. Ich glaube, hier in der Ahnenhöhle, weil das hier ist jetzt wirklich nicht so spannend, dann lasse ich dann auch noch jetzt später mal den letzten Teil von Barney Stinson anspielen. Also vom Bro-Code. Stab, ich glaube, die Keule ist besser. Rüstung. Alter, der Stab ist aber gut. Nein, nein, nein. Sonst ist alles Mist. Aber wir haben ja hier noch ein Kapselmonster, der sich freuen wird, unser Zeug, was wir nicht brauchen, zu essen. Wenigstens die Keule. Jetzt will er eine Keule haben. Ach, das ist mir einer. Gladius. Nicht Kapsel, Rüstung. Ja, ordentlich. Kapsel, Futter, Krabbeltöter. Er will immer noch eine Keule haben.
unser armer Krabbeltöter. Das war das erste Item, was wir gefunden haben. Und jetzt wurde es von Tex gefressen. Courage, noch ein Zauber. Ich finde es schade, dass man nicht die Zauber auch behalten kann. Weil manchmal sind hier echt geile Zauber dabei. Adler. Alter, wie ich die Adler gehasst habe. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich die Adler besiegt habe, als ich noch ein Headset hatte, mit dem man so nasal geklungen hat. Das war nicht so schön. Naja, ein Lichtmesser. Ich glaube, das ist auch nicht das Beste. Seelenlichtmesser. Nope. Kapsel, Futter, Lichtmesser. Ein Hotte Hü. Wir bräuchten mal stark. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall brauchen wir mal irgendwas zum Heilen. Das geilste wäre, wenn wir stark finden und dann noch irgendein Item für Seelan, dass die Zornattacke Magiestaub hat. Das wäre geil. Aber ich glaube, das war's jetzt. Können wir weitergehen. Wow. Noch eine stärkere Blobsorte. Unten ein Gladius nochmal. Ich glaube, die Gladius... Warte mal. Ich überlege gerade, was die Mehrzahl von Gladius ist. Ich berichte euch dann in der nächsten Folge, die sowieso gleich startet. Ich mache noch eine Minute und dann reicht's. So, ihr Adler. Und man merkt auch, dass wir immer stärker werden. Ein Jaguarring. Schön. Das ist was für Seelan. Oder für jeden eigentlich. Aber ich kriege ihn trotzdem Seelan. Ach nee. Gut, die sind sowieso so langsam. Dann kannst du den Jaguarring kriegen. So, das ist der letzte Kampf gegen die beiden Plasma-Blobs. So, jetzt noch das hier und das hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke jetzt mal nach, was die Mehrzahl von Gladius ist. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis dann.